Moin, moin, mein Name ist Silent der Löwe und heute wird ein schöner Tag und Mathilde ist auch, glaube ich, da. Hallo. Nice and clean. Kein Kommentar. Und dann packe ich noch was zu essen drauf. Und der Heinrich muss auch mal was essen. Just pretend it's beef jerky. Scheiße, wie repariere ich denn diese Kackachs? I mean, this is probably what bottled water ganz is. Einfach, wunderbar. Bam, 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 bam. Wie repariere ich das? Ganz einfach. Klack. Bam, bam, bam. Heinrich, was machen wir heute? Guten Eindruck. Warte mal kurz. Nee, Heinrich ist satt. Gut. Ich würde gerne nochmal die Fallenzähne bauen. Wir brauchen mal nur ein bisschen Saft. Und für den einen brauchen wir noch zwei, glaube ich, hiervon. Euterstängel. Haben wir noch Saft? Also wir brauchen ganz viel, ja. Saft. Wir haben noch 32. Und dann kommen wir runter mit dem Saft und dann sind wir hier dann auch mit der Falle fertig. Und danach wollten wir uns nochmal die Mystery Machine angucken. Wir haben jetzt zig Folgen gespielt, aber immerhin immer noch nicht die Mystery Machine, die Hauptquest weitergearbeitet. Da kann man mal sehen, wie wichtig uns die Hauptquest ist. Ja. Hier brauchen wir überall Saft. Saft. Ja, ja, der Saft ist doch schon unterwegs. Und dann müsste das fertig sein. Dann haben wir die Fallen fertig. Kann sich die Spinne hier aufpieksen. Ja, müssen wir sowieso mal gucken, wie viel wir noch ohne das nächste Update machen können. Überhaupt. Oh, hier fehlt noch grobes Seil. Warte, ich kann welches machen. Okay. Ja, müssen wir gucken. Also, müssen wir halt echt irgendwann eine Pause einfach machen. Bis da. Nee, ist ja nicht verkehrt. Es ist ja Early Access und dann wird dann halt, lassen wir das mal ein halbes Jahr liegen und dann spielen wir wieder, wenn mehr Content da ist. Ja, ich habe gerade mal geguckt auf der Info-Seite von Obsidian. Da ist wohl gerade wieder für die Version 5.0 oder so, läuft gerade wieder eine Testphase. Das heißt, dann ist die wahrscheinlich die Testphase schon auf dem Beta-Server. Genau, auf dem Beta-Server ist die drauf, aber dann kann man halt nicht sozusagen, das ist dann neues Spiel oder irgendwie sowas, habe ich da verstanden. Das war super schlecht übersetzt irgendwie. Zumindest kommen wir da nicht in unser Spiel rein, bis das abgeschlossen ist. Irgendwie sowas ganz komisch. Hast du alle Fallen aufgestellt, auch unter dem Haus? Jo. Nice. Und ist noch Saft übrig geblieben? Jo. Nice. Ja, dann, lass uns doch mal zu... Ja, warte, ich will hier noch ein bisschen Zeug abladen. Ja, ich muss nicht alles mit mir umschleppen. Keine Hektik. Ist gut. Trinke ich einen Schluck Tee? Für Kaffee ist zu spät. Ach, ist noch zu heiß. Da brenne ich mir die Lippe. Das wollen wir nicht. Wir alle nicht. Ah, wo hier fehlt noch Saft? Hä? Hier oben ist nur eine Sicht. Und die habe ich nicht gesehen. Ja, machen wir später, ist egal. Okay, warte, dann komme ich zu dir, wenn ich dich finde. Ja, ich bin nur schon mal runtergegangen. Bist du die Maschine, war doch hier. Ach, da bist du. Ah, so lang. Also ich glaube, ja. Ja. Warte, da ist auf jeden Fall so ein Laser und die Mystery Maschine ist ja in der Mitte dieser Laser. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon alle Laser aktiviert haben. Keine Ahnung, ich glaube, wir haben nur irgendwas da bei dem Laser mit den Milben gemacht. Wir haben die Milben abgeschlachtet, aber ich weiß nicht, ob das die Lösung war. Ich meine ja. Ich müsste nochmal die Folge retten. Links, Achtung, da wollen wir nicht hin, da ist eine... Scheiße, das ist eine Kamera da, ihr Wichser. Das sind zwei Spinnen, einmal ist... Ja. Müssen wir mal drum herumlaufen. Leuchtet die? Nachts sieht man das besser. Also die rechts leuchtet. Die sehe ich gerade nicht. Links habe ich eine von mir. Die leuchtet, glaube ich, nicht. Ah, hier, guck mal, hier, komm her, komm her. Boah. Das ist cool. Ja, weil ich ja die Pilze drinne gelassen habe, kommen immer diese Weevil da rein. Boah, Alter, das ist ja voll die Weevil-Part. Das ist voll gut, dass du das gemacht hast, weil hier kriegt man dann auf jeden Fall immer was so Bratenzeugs. So, also, hier ist die Weevil-Fleisch. Die sind überall welche.
Die sind überall welche. Rüsselkäfer, Entschuldigung, heißen die. Rüsselkäfer. So. Ich hab Hunger. Also. Wieder leuchtet. Wo bist du denn? Ich bin bei der Mystery Machine. Ja, kann man das am besten gucken. Ich sehe dich gerade auf dem Bett nicht, Alter. Ah, Rüsselkäfer. Also ich finde das cool. Ein Rüsselkäfer entkommt, den nehme ich mir an. Zack, zack. Vier Rüsselkäfer. So, Ameise. Die leuchtet auch. So, dann wäre da nur noch die da. Die leuchtet auch. Leuchten alle? Ja. Wir haben aber vorgearbeitet. Dann müssen wir auch hier auf irgendwelche Tasten drücken können, oder? Ah, warte mal. Hier sind auf jeden Fall Grashalme so ein bisschen im Weg, glaube ich. Nee. Was ist denn das, dieser große Strauch da vielleicht? Das ist eine Rose, aber den kannst du nicht abpacken. Weil die ist... Bei denen hier. Ja, vielleicht ist sie ein bisschen im Weg. Hier alles nieder. Immer bei dem hacke ich mal hier weg. Ich habe mich jetzt einfach mal in die Mitte gestellt und dabei diesen Kugeln geguckt, ob da was sozusagen. Die haben doch irgendwie irgendwo immer geleuchtet. An der Seite, irgendwie in der Kamera, ja, ja, ne? Weil ja, am Tag sehe ich irgendwie gar nichts. Ding brummt und dann konnte man hier irgendwo drauf drücken. Okay. Aber hier passiert ja nichts. Ich weiß das gar nicht mehr, das ist schon so ewig her. Irgendwie. Ja, das war in der ersten Folge, da haben wir das gemacht. Das ist wirklich ewig her. Der hat ja freies Schussfeld. Oh, das ganze Gras noch mal weg. Ich glaube, ich gehe einfach noch mal zu den einzelnen Dingern und schaue mir die noch mal an. Ja, vielleicht müssen wir bei dem einen dann noch irgendwie Milben töten oder vielleicht das Kabel da flicken, keine Ahnung. Ah, hier ist vielleicht. Heftiges Unkraut. Ja, hau mal ab. Alter, das dauert ja ewig. Ah. Das ist ein wirklich kräftiges Unkraut. Cool, merke ich mir. Nur noch was. Böses Gras. Dumme Blattlaus. Oha. Ah, die dumme Spinne stickt auf dem Stein fest. Ich hau hier alle weg. Also das hätten wir echt mal nachts testen sollen. Ja. Geht vielleicht gleich die Sonne aus? Unter? Nee, es ist 11 Uhr oder so. Geht die Sonne aus? Jawollo. Es gibt durchaus Politiker, die da gesagt haben, dass man der Sonne sagen sollte, sie solle weniger scheinen. Hm. Weil die Sonne scheint diese Welt. Okay, Wille. Also hier kann ich auf jeden Fall nichts machen. Also die haben hier alle freie Schussbahn. Wohl der Sunktierkuh. Könnte vielleicht... Sonst müsste alles gut hier aussehen. Hey, ich komme da nicht hoch.
Aber hier kann man die Schalter auch überhaupt nicht mehr bewegen. Nee, aber ich bin der Meinung, eins hat geleuchtet oder man müsste sie drücken oder so. Ja, eins hatten wir irgendwie tatsächlich am Anfang mal gedrückt. Genau. Ja, die Regler können wir nichts machen mit, ne? Input. Muss man hier vielleicht was verbinden oder so? Das sind ja keine Kameras, sind der Laser. Ups. Okay, oh, ich guck mir jetzt den einen hier vorne nochmal. Bei dem war ich, glaube ich, gerade. War das der mit dem Milben? Nein. Ah nee, bei dem war ich. Bei dem war ich nicht, wo du gerade hinrennst. Wo waren denn? Warst du bei dem anderen schon? Da war gar kein. Das okay, dann geh ich. Wo war denn der mit dem Milben? Ich weiß nicht, welcher der mit dem Milben ist. Dann gehe ich erstmal. Ja, ich gehe zum anderen. Einer von den beiden wird ja wohl der mit den Milben sein, ne? Einer war ja funktionsfähig, aber ich sehe es halt nicht. Ich sehe nicht, welcher leuchtet. Ah, an der Seite vielleicht, da ist irgendwas. Genau. Hier ist. Wieder. Also ich bin nicht bei dem mit dem Milben. Ich glaube, ich habe ihn. So, kann ich das Kabel irgendwie... Ja, Möbel kann man immer gebrauchen. Komm her. Ich überlege gerade, ob man das irgendwie flicken muss. Zeigt nichts an. Fiat Lux! Kann hier vielleicht irgendwelche Brocken irgendwie... Zum Beispiel... nicht kaputt und das klingt nach Milbe. Irgendwas ist hier auch bei mir. Binne? Nee, eine Milbe. Die springen mich hier von oben einfach an, die Scheißviecher. Hier oben sind Milben drauf. Alter! Vielleicht sollten wir mal da oben... Ja, wo geht denn das Kabel lang? Geht hier näher. Also auf der Kamera waren tatsächlich Milben drauf. Vielleicht sollte man da mal... Hochgehen, ja. Leiter hochbauen. Dass man da oben an das Gehäuse wirklich dran kommt. Man kommt da ja überhaupt nicht drüber. Kackwurm. Der Male. Scheiße. Schon wieder voll, verdammt. Vielleicht kann man ja da oben direkt eine Treppe bauen, dann muss man nicht ganz so hoch bauen. Ach, das kann ich doch eigentlich gleich mal ausprobieren. Ob ich da eine kleine Plattform oder so bauen kann, dass man da rüberkommt, das wäre ja ganz nice, ne? Dann muss man nicht ganz so hoch bauen. Also hier ist irgendwie, hier haben wir Quarz abgebaut, aber... Okay, also ich... Man müsste tatsächlich eine Treppe hochbauen. Mal wieder. Also hier in der Milbenhöhle ist nix. Ich kann das Licht da ausmachen. Ups, das ist schlecht. Runtergefallen. Entschuldigung, das ist wirklich schlecht. Jetzt habe ich vergessen, auf den klugen Knopf zu drücken. Kannst du einen Knopf drücken? Ja. Bei dem Laser? So, hier an meiner Maus, damit du mich so reden kannst. Oh, jetzt falle ich schon. Kacke. Kommt man da überhaupt hoch? Ich glaube, bei allen Lasern kommt man nicht so hoch. Nee.
Also man kann bis zu einem gewissen Grad hochlaufen, aber man kommt nicht ganz oben dran. Und deswegen mache ich das, was ich am liebsten mache. Ich baue Treppen. Nimmst du mal diesen dummen Unkrautstängel da? Idioten. Also ich fahr noch mal bis Nacht ist und dann mach mal. Sehen wir ja, ob die welche aktiv ist und welche nicht. Die müssen sich ja unterscheiden. Ja. Ich fange trotzdem schon mal an zu bauen, ne? Ja, bau. Du möchtest, da leuchtet an der Seite. Kurz zu unserer alten Basis. Ich hab. Mach das. Ist die weit weg? Nee, ne? Nee, die ist ja hier bei der Safttüte bei uns. Ah, dann komme ich auch nochmal vorbei. Don't even need to boil it. Könnte nämlich auch was trinken. Also auf jeden Fall gibt's hier Saft und Wir haben da ja auch Tausammler. Tausammler, genau. Ich wollte nochmal gucken. Hier gerade Spinnengeräusche. Oh ja. Dann gehe ich weiter. Achtung, hinterm Haus ist eine Spinne. Okay, danke für die Frage. Wohl der leuchtet auch auf der, an der Seite. Okay. Ich mir den anderen nochmal an. Die leuchten alle an der Seite. Ja gut, dann kann es aber schlecht alle, können ja schlecht alle aktiviert sein. Wenn alle aktiv wären, würde ich sagen, würde doch hier irgendwas leuchten. Oh, da ist das Gerät hier drin kaputt, dass hier ein Kurzschluss ist. S-Motch ist leuchtet. Kann ich auch nichts mehr. Oh, Ameise, drück mich doch nicht jedes Mal runter. Guck mal gucken, ob ich da hochkomme. Was machst du denn gerade? Hier ist noch so eine Kamera. Da kann man ein bisschen hüpfen. Schwupsi. Upsi schwupsi, sagt der Heinz. Ja, von hier oben könnte ich jetzt die eine Spinne töten, die auf dem Stein ist, dann mache ich das. War ja, das, das dann war der Tag hier nicht umsonst. Ja. Die Spinne kriegt dann gleich meine ganze Wut. Ja, das hat sie auf jeden Fall verdient, denke ich.
Das Problem ist, hinter der Spinne ist noch eine Spinne. Doppelspinne. Ah, ich kümmere mich erstmal um die, die hängt. Ja, die sind immer leichter. Aber ich könnte von dem Stein, wenn ich die Spinne da getötet habe, dann auf den Stein gehen quasi und dann die nächste Spinne töten. Lustiges, sie tarnt sich so ein bisschen in meinem Stein. Die kriegt in den Stein rein. Da sehe ich gerade jetzt von der Stelle, wo ich bin, da ist so ein. Wie hält sich die dumme Kuh? Da ist so ein Kontrolldings an der Seite. Das leuchtet hier grün. Alter, die heilt sich, das gibt's nicht. Kriegt in den Stein und heilt sich. Was soll ich jetzt nicht? Ich habe alle meine Pfeile verschossen. Du hast meine Frage immer noch verstanden. Ich habe deine Frage nicht gehört, weil ich keine Pfeile mehr habe. Hä? Ich bin am Schießen. Du hast meine Frage. Du hast da irgendwas vor dir hingenuschelt. Du nuschelst ja manchmal. Ich habe gefragt, ob ich dir helfen soll. Ja. Sorry. Das habe ich dich bestimmt 2 oder 3 Mal gefragt. Das habe ich nicht gehört. Ja, ich weiß, weil du keine Pfeile mehr hast. Ah, es regt mich auf. Wo ist hier ein Nahkampf? Oder ich gehe einfach runter und sammle die. So, ich bin jetzt da. Geh mal auf das Kabel hoch. Bist du geschützt? Ey, Ameise, mach mal Platz. Ich sagte, mach Platz! Du bist im Weg, Ameise. Hüpf ich halt über dich rüber. Mist. Soll ich schießen? Ja. Ja, die ist hinter dem Stein. Ich treffe die von hier nicht. Hä? Sie ist betäubt. Nee, nicht mehr. Runtergefallen. Boah. Ich habe gerade gesehen. Mein Inventar ist voll. Warte, ich komme. Nein, alles gut. Ich lasse einfach hier was zu essen fallen. Also ich habe eher mehr als genug. Ich habe nur gerade gesehen, bei der, wo ich hochbaue, dass da so ein Kontrollkästchen an der Seite ist. Genau, da leuchtet nämlich so eine grüne Kontrolllampe. Und die vielleicht... Kommst ja, du mal zu bei mir? Bei der leuchtet die auch. Okay, kommst du trotzdem kurz? Ja, ich komme ja schon, meine Frage. Ich frag ja nur. Just give me a second to let my eyes adjust to that. Ja, gib dir einen Second. Okay, sie hat mich erkannt oder dich gesehen und ich fange an zu schießen. Na, die hängt auch wahrscheinlich, ne? Sieht so aus. Oh, I'm hungry. Nice, dann sammle ich heute lecker Spinnenbraten. Das glaube ich auch. Ah! Wie viele Teile hattest du? Pfeile? 40, glaube ich. Oh, lass los, du doofes Netz. Yeah.
Dann sammel mal ein, bis du deine 40 hast, und ich nehme den Rest. Okay. Wie viel hattest du denn? Kann ich dir mich fragen, weiß ich nicht mehr. Ich hätte gedacht 60, aber es kann nicht gewesen sein, glaube ich. Kann ich nicht nehmen. Da hinten ist noch einer. Ja, den bin ich gerade auf dem Weg. Hm. Jetzt habe ich 28. Na gut. Hm? Dann wird es vielleicht doch nicht 40. Okay. So, genau. Da, also da leuchtet. Das heißt, es. Gucken wir noch mal die andere Lampe, die mit den Milben. Hm. In welche Richtung zeigst du denn? Ich wollte erstmal wieder in die Mitte und von dort aus kannst du... Ja, da wollte ich auch hin. Aber da wollte ich erstmal gucken, wo es zur Mitte geht. Ach, genau, die falsche Richtung gelaufen. Lampe auf Sparflamme. Ach, toll. Richtig reingelandet. Irgendwie sehe ich bei niemandem, bei gar keiner was los. Hä? Also, auf an der Seite von denen leuchtet was immer. Ich hatte so in Erinnerung, dass oben links dieses kleine Ding da leuchtet, dieser Kreis, weißt du? Hm. Ah, der hier fiebt so ein bisschen. Warte. Der macht Geräusche hier. Genau, der fiebt. Und ich glaube, dass da war ich, das war der mit dem Milben. Das heißt, irgendwas müssen wir da machen, weil der fiebt ja, die anderen sind leise. Schauen wir uns doch einfach nochmal das Milben-Dings an. Der fiebt doch. Ja, der mit den Milben fiebt, die anderen sind aber still. Hm. Ich dachte jetzt so, das Fiepen ist richtig. Ich hätte jetzt gedacht, das ist nicht richtig, weil das ja der einzige ist, der fiebt und da waren die Milben. Das stimmt. Guck mal. Oh, irgendwas will fighten. Ich will aber nicht fighten. Ich auch nicht. Ich will da die. Aber da ist die Leuchte an der Seite auch. Grün. Ah, grün, das war's vielleicht. Aber es sind alle drei grün, das habe ich jetzt kontrolliert. Achso, ich habe eher auf dieses rosane da. Ja, ich habe ja bei dem einen angefangen hochzubauen, weil ich gucken wollte, ob man da oben was machen kann. Und da fiel mir halt dieser Kasten an der Seite an, der grün leuchtet. Aber der leuchtet bei allen grün. Tschüss. Da können gerne mal reingehen, ja klar. Aber ich habe hier nichts gesehen. Ich dachte erst, wir müssen diese Löcher flicken hier irgendwie, aber... Ja, das kann man nicht. Also das war ja das, was wir ganz am Anfang gemacht haben. Aber oh, hier könnten wir uns noch Quarz holen, wenn wir einen ja, Hammer mit... Ja, voll. Ich habe einen Hammer. Hast du noch Slots frei? Ja, natürlich. Dann hacke ich dir das klein, dann kannst du es nehmen. Okay. Oh, ich habe sogar auch einen Hammer mit. Haha. War, glaube ich, nicht der Einzige. Hier ist auch noch einer. Ja, das sind mehrere. Ja, wenn wir schon mal hier unten sind. Ja, eben, deswegen, das dachte ich mir auch. Ich habe nur diese Slim-Slot eingesammelt, die hier oben ging. Dachte mir, vielleicht brauchen wir die wieder für irgendwas. Ding auch hieß. Schleimpilzstängel. In German. Slime Mode. Was hier? Kann ich das kaputt machen? Nein. Ja, hungrig. Dann ist doch etwas, Junge. Okay, wir können hier schon mal nichts machen. Nee. Ich weiter meine Treppe bauen. Wobei hier hier drüber leuchtet ja irgendwas. Ich kann es nicht kaputt machen. Warte mal, bleib mal, wo du bist. Da, wo du meintest, da oben leuchtet irgendwas. Ja.
Was? Hm. Bin direkt über dir. Also ich weiß nicht, was es ist, aber ich kann die Steine nicht kaputt machen. Krieg auch keine Anzeige, du brauchst einen Hammer Stufe 3 oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass das aber das Mondlicht sein soll. Ja, einfach Deko, das glaube ich auch. Muss ich das Kabel kaputt machen? Ja, jetzt kommt hier schon wieder so ein dummer Bild. Ey. Vielleicht muss das Gebiet milbenrein sein und wir haben hier irgendeine Kackmilbe nicht getötet. Ich lauf oben nochmal. Ach nee, ich kann nicht mehr. Das wäre noch eine Idee. Genau, ich wollte ja auch auf die eine Kamera oder den einen Laser drauf, weil ich da... Oh Gott, ich muss was trinken. Ja, unten an den Grashalmen ist was. Hm? Aua. Ja, da sehe ich was. Genau, ich wollte auf den einen, wollte ich nämlich hoch, weil da oben irgendwie Milben oben, also oben drauf waren. So, muss ich aber erstmal zur Mystery Machine, damit ich mich wieder orientieren kann. So, und ich muss nach Hause. Macht das. Ich habe mir Essen mitgenommen. Nein, hier ist ein Labor. Ich habe mich verlaufen. Ja, ich glaube, wir machen hier nochmal einen Break und würden uns nochmal informieren, dass wir zur nächsten Folge dann auch wirklich das mal aktivieren können. Und ich muss wirklich... Oh, da ist ein Arschlochkäfer. Und ich sterbe gleich, weil ich hungrig bin. Nicht gerade. Uiuiuiui. Schnell was essen. So, dann mache ich mir nochmal. Kannst du es warten? Den Rest hänge ich draußen auf. Meine Güte, das war ja knapp. Ich habe ganz vergessen, wenn man absolut hungrig ist, dass man dann auch Leben verliert. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall wieder genug Essen. Genau, dann machen wir das so. Wir informieren uns nochmal, wie gesagt, wollte ich sagen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao und bleibt gesund. Tschüss.